Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room for Old Sins. So, wir wollten gucken, was sich hier hinter verbirgt. Ja, das nächste Bauteil. Ich weiß nur nicht welches. Das in der Mitte kann man gar nicht drehen. Okay. Dann einmal das. Nein, ist es vielleicht das hier? Auch nicht. Dann aber das. Alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. So. Ja, und jetzt? Ah, jetzt kann ich diese Dinger da drehen. Da fehlt eine Scheibe. Wow. Na, dann holen wir uns die hier raus. Oder auch nicht. So. Das Ding kommt hier oben rein. Okay. So. Hä? Das will nicht. Warum will das nicht? Beschiss. So, Nummer 1 ist drinne. So. Kann ich das? Tatsache, das geht. So. 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 Ein Brunnen. Jetzt fehlt aber trotzdem, es fehlen dort noch zwei Sachen. Der Brunnen hat eine Kreisform, der kommt bestimmt raus. Der kommt doch hier draußen irgendwo, und zwar dahin. Ja. Ich war dem anderen Ding zwar noch nicht fertig, aber okay. Die Küche. So, bevor es weitergeht, ich setze hier mal einen ganz kurzen Cut. So, da bin ich zurück nach einem kurzen Cut. Und es geht weiter. Hier kann man aufdrehen. Das sehe ich schon.
Ja, komm, machen wir Uff hier. Okay, das würde gehen. Das dann so. Ah, okay. Dann einmal so und so. Einmal das und einmal das. Fertig. Na komm. Wie sieht denn das von hinten aus? Hat drei Böppels. Bestimmt Torte. Nee. Oh, was haben wir denn da? Ich frage mich halt immer noch, was in dem anderen Raum war. Da fehlte 100 Pro noch irgendwas. Eine Flasche. Das geht nicht. Hier fehlt halt auch ein Stück Rohr. Was ist das hier hinten? Das sind ach, Glocken. So. Kreis, Dreieck, I. Okay, für irgendwas ist das gut. Okay, hier ist auf jeden Fall wieder das Journal dazu. Für jeden, der es lesen möchte, bitte einmal auf Pause drücken. Jetzt dreh dich doch mal wieder richtig. Ich will einfach nur umblättern, gucken, ob noch was drin ist. Aber anscheinend nicht. Okay. Da ist noch was Blaues im. Da war doch gerade noch was Blaues im Abwasch drinne. Beschiss. Okay, hier ist Dreieck. Da oben ist der Glücksknoten. Dreieck. Passiert aber nichts. Aber hier unten ist noch was zum Aufschrauben, sehe ich gerade. Okay. Das. Ja. Ein Tintenfass. Oh lol. Jetzt will ich mal gucken. Nee, das passt da tatsächlich nicht ran. Und was anderes gibt's hier nicht.
Also gehen wir noch mal raus und in den anderen Raum rein. War das hier? Nee. Das war hier. Und wir sind halt immer noch im Tutorial. Das kann. Nee, warte mal. Waren wir. Oh, Scheiße, doch, da waren wir schon richtig, oder? Ja, da hinten ist dieser Schreibtisch. So, einmal das hier. So. Okay. Hey, woher soll ich das denn wissen, bitteschön? Das Dreieck und Wasserform, okay. Ich verstehe das nicht. Hier ist Kreis, da unten ist Dreieck. Dreieck, Dreieck. Wow. Wow. Okay. Wo soll das bitte schön rankommen? Ein seltsames E-Mail-Fragment. Hä? Aber wo? Die Hilfe wird mir hier gerade auch nicht eingeblendet. Ich verstehe das gerade nicht. An die Schweinekeule gehört das niemals. Ja. Ich verstehe das nicht. Und hier kommt das auch nirgendwo ran.
Ne, da waren wir gerade. Ja, ich verstehe das gerade überhaupt nicht, aber hier jetzt zur Hilfe. Ich glaube, dass ich etwas in der großen Schublade auf der rechten Seite des Rollschreibtisches im Arbeitszimmer übersehen habe. Meinst du das hier? Ja, okay. Ein Feuereisen. Ja, und jetzt? Wo soll das hin? Hilfe? Mann, Mann, Mann. Geht immer noch nicht. Ich verstehe das gerade irgendwie. Ich habe jetzt vier Teile und ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Was machen wir mit der Feuereisen? Können wir da irgendwas machen? Nö, anscheinend nicht. Hier unten bezweifle ich es auch mal. Da kann man auch nichts machen. Nee, da muss nämlich ein Griff ran. Der ist auch nicht. Nee. Nee. Brauche irgendwas Langes, um da ranzukommen. Ich hätte ja gern den Besen genommen. Die mittlere Platte vorne am Rollschreibtisch im Arbeitszimmer ist immer noch versperrt. Die Scheibe an den Ecken halten sie geschlossen. Wow. Wow. So schlau war ich auch schon. Okay. Einige der Schubladen am Rollschreibtisch sind mit seltsamen Symbolen versehen. Vielleicht haben sie etwas mit der mittleren Platte zu tun. Das Hammer. Das war das da.
Aber was? Wow. Und dann das hier noch mal. Ich würde das ja gerne so hier machen, ne? Ich das jetzt reinmache. Hat der sich jetzt gedreht oder nicht? Tatsache. Alter. Aber jetzt. Ja, so. Doppelklick und um die Öffnung zu untersuchen. Ja, okay. Und jetzt? Oh, hier fehlt doch was. Ah. Ah. Okay. Hoch. Noch ein zweiter. Runter. Muss ich dort hin? Ich glaube, ich muss erst einmal dort hin. Okay, ja mal wieder was. Der Griff einer Modellpumpe. Das ist ja draußen am Schiff. Ach, Schiffchen sage ich schon. Schiffchen war ja Teil 3. Am Häuschen. Okay. Und jetzt? Raus, ja. Die kleine Pumpe kommt nämlich dahin. Ja, und weiter. Ich höre Wasser. Eine Glasflasche. Ein zerrissenes Foto. Da ist eine Lokomotive drauf. Okay, also überall, wo kaputte Rohre sind, kommt jetzt Wasser. Das heißt normalerweise dann auch hier drinne.
Nö. Nö. Okay, aber hier oben kommt das Foto ran. XS2T mit Schniepel. XS2T mit Schniepel. XS2T mit Schniepel. Hä? War das das falsche S? Ja, war das falsche. Machen wir das halt so. XS2T mit Schniepel. Richtig. Oha, eine alte Dampflok. Schön, schön sieht's aus. So, hier sehe ich schon, kommt da dran. Sicher, dass das so richtig ist? Hä, was muss ich denn machen? Ah, okay. Ein Metallzapfen. Der müsste da hinten rankommen. So. Eine Metallstange. Was haben wir hier? Ein Metallgitter. Und keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Dreieck. Ja, okay, machen wir das so. Das kommt daran. Muss kurz aufs Handy gucken, wegen meinen Kindern. Ein L-förmiges Verbindungsstück. Ja, das kann ja dann nur hier reinkommen, bestimmt. Sag ich ja. Mach ich doch. Meine Güte. So, ob wir die Lok zum Fahren bringen, das erfahren wir auch in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.